Hallo, mein Name ist Chris Strubel und ich zeige euch heute die unterschiedlichen Wege, im Bubble Videos einzubinden. Ich habe schon ein paar Sachen vorbereitet und wir legen direkt mal los. Wenn ihr das Videoelement nehmt und in den Screen reinzieht, wir zentrieren das Ganze horizontal und machen einen Abstand von 20 Pixel. Dann habt ihr hier zwei Auswahlmöglichkeiten, einmal YouTube und einmal Vimeo. Wir fangen direkt mal an mit YouTube. Ich habe ein Video vorbereitet und ihr seht hier oben in diesem Video die ID. Wenn wir diese nehmen und kopieren und einfügen, dann habt ihr auch dann in Bubble direkt diese ID. Ihr habt die Möglichkeit, automatisch das Video zu starten, sobald die Seite geladen ist, oder auch ein Reply. Wenn wir auf Preview gehen, seht ihr, wie wir jetzt das YouTube-Video haben, direkt im Bubble in unserer Seite. Der zweite Weg ist nun, dass wir mit Vimeo ein Bubble-Video integrieren. Hierfür nehmt ihr wieder das Video-Element. Wir zentrieren das horizontal. Und anstatt YouTube nehmen wir Vimeo. Ihr seht, wie wir nun auch die Control Color ändern können. Und nun brauchen wir wiederum diese Video-ID. Ich bin dafür auf eine Vimeo-Seite gegangen, habe hier ein Video und nehme hier oben die Video-ID und kopiere diese wiederum hier rein. Wenn wir auf Preview gehen, haben wir nun zusätzlich auch die Möglichkeit, Vimeo-Videos abzuspielen. Ein weiterer Weg ist nun, dass wir Vistia integrieren. Hierfür nehmen wir ein HTML-Element. Und wenn ihr auf die Developer-Dokumentation von Vistia geht, dann gibt es da ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die Vistia-Videos zu integrieren. Und das ist vor allem, weil Vistia ein Paid-Service ist. Und über diesen Paid-Service habt ihr dann die Möglichkeit, zum Beispiel, dass eure Videos nicht runtergeladen werden. Ein guter Weg ist auf jeden Fall mit einem Iframe. Ihr habt hier verschiedene Codebeispiele. Ich habe schon mal etwas vorbereitet. Den Code hierfür bekommt ihr natürlich in den Show Notes und könnt das dann übernehmen. Wir kopieren das, packen das ins HTML-Element rein und für euch entscheidet nun das Video. Ihr macht nicht Display as an Iframe, weil ansonsten Scrollbars hinzugefügt werden für dieses Iframe, sondern im Code selber stretcht das quasi auf die Größe. Wir gehen in Preview und haben nun auch Vistia als Video zur Verfügung. Der letzte Punkt ist nur noch, was macht ihr, wenn ihr eigene Videos habt, die ihr auf eurer Plattform hochladen könnt? Und hierfür gibt es ein sehr gutes Plugin, nämlich Video.js. Ihr geht in Plugins und nehmt das kostenlose Plugin Video.js von No Code Co. Anschließend seht ihr hier unten Video.js. Ihr wählt das aus. Zentriert horizontal. Und klickt hier auf Upload. Und ihr lädt ein Video hoch. Nachdem das Video nun hochgeladen ist, könnt ihr das Ganze noch anpassen. Das ist immer natürlich auch dynamisch möglich. Also mit User-Daten. Ihr könnt ein Thumbnail erstellen oder aber auch anzeigen, ob man das Video weiterspulen kann oder nicht. Autoplay, Schleifen und andere Dinge. Und wir gehen jetzt einmal auf Preview und sehen nun, dass wir auch das Video.js mit einem statischen File hochgeladen haben. Wenn euch das nicht ausreicht für eure Videos, dann gibt es noch ein sehr gutes Plugin. Und das Plugin ist bezahlt und heißt HTML5 Video Player. Das kostet
$60 und ist vom Bankos App. Und das Tolle ist, dass es hier eine Preview gibt. Ich habe das mir auf videodemoapp.bubbleapps.io und ihr könnt hier eben sehen, welche ganzen Möglichkeiten ihr habt, wie zum Beispiel den Playback Speed zu ändern, den Fullscreen zu haben. Ihr könnt aber auch zum Beispiel sagen, ich möchte das Ganze an einer gewissen Position starten. Ihr habt die Möglichkeit, dass das Video, sobald ihr scrollt, runtergeht. Und was ganz toll ist, dass dieses Plugin eben auch den Editor zur Verfügung stellt, sodass ihr direkt auch die Workflows seht, wie genau dieser Player dann optimiert wird. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, wie man in Bubble ganz unterschiedliche Wege hat, Videos zu integrieren und wünsche weiterhin viel Erfolg und auf bald.